Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau, Herr Käfer, Ausgabe 39. Wir bekommen das Vorderteil des Bodenblechs und Teppiche der Unterholme. Jetzt ist das so eine Sache. Der Andreas hat da ja gesagt, die wären nicht so toll. Ich muss mir die mal anschauen. Weil man würde sie quasi hier auf das Bodenblech draufkleben. Befreie erstmal die Teile, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Und dann entscheide ich, ob ich da jetzt da mit dem Teppich verlegen noch warte, bis der Andreas sein gemacht hat. Beziehungsweise muss ich ihn noch mal etwas näher fragen. Aber das sieht ja schon mal nicht schön aus, wie der hier behandelt wurde. Der hat da einen hässlichen Knick. Also es ist ja so ein bisschen los. Also er fühlt sich nicht schlecht an. Aber in Anbetracht dessen, dass ich hier so einen hässlichen Knick drin habe, das gefällt mir nicht so ganz. Also entweder ich reklamiere den, dass sie mir einen neuen schicken, weil hier diese Plastikwanne an sich sieht gut aus. Ja, aber das ist jetzt dann erstmal, weil man würde jetzt nur hier an den Seiten den Teppich verkleben. Aber bevor ich das mache, wie gesagt, kläre ich das erstmal. Und dann haben wir ja jetzt hier schon wieder eine extrem kurze Folge, weil, nee, das ist Teppichkleben. Ist zwar prinzipiell kein Problem, aber ich warte mal, was dann kriegen wir denn beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal kriegen wir den Schalthebel, Handbremshebel und den Knopf für die Heizung. Es waren ja zwei Hebelchen. Da wird also hier erst noch was dran montiert. Ja, bis dahin würde ich sagen, machen wir jetzt mal nichts. Ich kläre das mal, mal schauen, was wir dabei kriegen. Und dann wird dieses mit Abstand die kürzeste Folge, die ich für den Käfer habe, weil ich kann keine Doppelfolge machen. Ich habe nämlich keine nächste mehr, muss erst auf die nächste Lieferung warten. Ja, bis dahin harren wir der Dinge, die da kommen, und hoffen wir mal, dass es gut wird. Bin zuversichtlich, das wird alles gut, alles wird gut. Dann bedanke ich mich bei euch auch für das kurze Reingucken. Ja, habt ihr mehr Zeit, auch andere Videos von mir oder von den anderen Modellbauern zu schauen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, tschüss, macht's gut, euer Rick.